Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Wunderbar. Bundesparteitag der Grünen in Wiesbaden. Zum Abschluss soll Robert Habeck heute zum Kanzlerkandidaten für die Bundestagswahl gekürt werden. Gestern waren Franziska Brandner und Felix Banaschak zu den neuen Bundesvorsitzenden gewählt worden. Ein Antrag zur Abschaffung der Schuldenbremse fand keine Mehrheit. Es wird allerdings eine Reform der Regel gefordert. Volkstrauertag in Deutschland. Zwei Wochen vor dem ersten Advent wird traditionell der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Verteidigungsminister Pistorius erinnerte in Berlin-Weißensee an die gefallenen Soldaten jüdischen Glaubens. Am frühen Nachmittag ist in der Neuen Wache eine Kranzniederlegung mit Bundespräsident Steinmeier geplant. Massive russische Angriffe auf die Ukraine. Dutzende Marschflugkörper, Raketen und Drohnen seien aufs ganze Land abgefeuert worden, teilte die ukrainische Luftwaffe mit. Explosionen wurden unter anderem aus der Hauptstadt Kiew, Saporischschja und aus der Westukraine gemeldet. Das angrenzende Polen versetzte seine Luftstreitkräfte in Alarmbereitschaft. Treffen von US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi am Rande des APEC-Gipfels in Peru. Xi betonte, Peking wolle stabile Beziehungen zu den USA. China sei bereit, auch mit Bidens Nachfolger Trump zusammenzuarbeiten. Es gehe darum, eine langfristige friedliche Koexistenz der beiden Wirtschaftsmächte zu erreichen. Schwerer Sturm auf den Philippinen. Man Yi traf mit Windgeschwindigkeiten von 195 Kilometern pro Stunde auf Land. Vor der Küste der Insel Catanduanes gab es bis zu 14 Meter hohe Wellen. Hunderttausende Menschen im Norden des Landes waren zuvor in Sicherheit gebracht worden. Das Wetter. Heute an den Alpen sonniges Herbstwetter, sonst viele Wolken und zeitweise Regen. Im Nordwesten später wechselnd bewölkt mit Schauern und Gewittern und viel Wind. Höchstwerte 2 bis 4 Grad.